Hey liebe Leute, Film läuft. Ich auch. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Schaut euch mal das Wetter an. Mützenwetter. Aber irgendwas Wichtiges fehlt noch. Mein Logo und wie ich das hier oben drauf bekomme, das zeige ich euch im heutigen Video. Nach einem kurzen Intro geht's los. Okay, da legen wir mal los. Als erstes muss ich in meiner Sticksoftware das Muster erstellen. Dazu habe ich mein Logo als Grafik hinterlegt und zeichne das jetzt so nach. Ich achte dabei schon darauf, in welche Richtung die Fäden dann gezogen werden. Ja, und dann kann man natürlich hier auch einfach einen Text schreiben und dann zurechtziehen. Da habe ich mir einfach eine Schriftart rausgesucht, die so ähnlich aussieht. Und jetzt lassen wir es gleich nochmal Probe sticken. Das ist die Simulation. Gucken wir mal, bis jetzt läuft alles gut. Ja, ich habe so eine Funktion gemacht, dass das erstmal unternäht wird, dass der Stoff ein bisschen stabilisiert wird. Die kleine Schrift wird ganz schön piepslig, aber es sollte funktionieren. Und das erstellte Muster übergebe ich jetzt an meine Stickmaschine. Diesem sogenannten Schneemann-Aufkleber legen wir die Position auf der Mütze fest. Er hat jetzt gemerkt, dass die Mütze verkehrt rum drin ist und hat das Logo quasi um 180 Grad gedreht, dass es nachher richtig rum drauf ist. Ja, und jetzt kann es losgehen. Sicherung und Start. Die Maschine würde 1000 Stiche pro Minute schaffen. Ich habe sie nicht aufs Maximum eingestellt, sondern nur auf 900. Aber am Ende läuft sie doch ein bisschen langsamer bei diesen großen Wegen und beim immer wieder Fahrten abschneiden dauert es ein bisschen länger. Ja, hier sind jetzt 10 Minuten veranschlagt für das komplette Muster. Ja, so können wir uns doch draußen wieder sehen lassen. Also ich finde, es ist ganz gut geworden. Ja, so fühlt es sich besser an. Ihr Lieben, heute gab es mal einen Blick hinter die Kulissen von der Erstellung von so einem Merchandise-Artikeln. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Bis bald auf neuen Wegen. Macht's gut. Ciao, ciao.